Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Sendereihe Die göttliche Weisheit des Hermes Trismegistos. Es geht heute um Lodovico Lazzarelli. Wir haben dazu eine Homepage-Information auf unserer Homepage Stiftung Astrologie und Erkenntnis, Kosmologie, Punkt von A bis W.de, gibt es die Unterseite Hermetik. Und wenn Sie da draufklicken, dann gibt es am Ende unser heutiges Thema. Lodovici Lazzarelli, geboren 1447 bis 1500. Die hermetischen Schriften und verwandte Dokumente, herausgegeben von Professor Dr. Wouter Hannegraaff und Dr. Bothorn, publiziert vom Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies 2005. Das Buch ist praktisch weltweit vergriffen. Ich habe es nirgendwo kaufen können, auch nicht bei ZVAB oder ähnlichen Antiquariaten. Aber man kann es ausleihen. Beim GVK Plus gibt es das Buch in 6 Bibliotheken. Sie können also hier über die Leihbestellung das bekommen. Ich habe dieses Buch aus der Wolfenbüttler Herzog August Bibliothek ausgeliehen. Das Buch ist gegliedert in eine sehr ausführliche Einführung von ca. 104 Seiten von Professor Wouter Hannegraaff, sehr lesenswert, aber Sie haben es leicht, wenn Sie nicht so viel lesen wollen und das Buch nicht ausleihen wollen, können Sie natürlich auch eine sehr informative Videosendung aus der Infinite Fire Webinar-Reihe in Englisch, und zwar Infinite Fire Webinar 5, sich anschauen. In dieser Reihe über das Webinar geht über 1,5 Stunden. Das wurde damals veranstaltet in der Bibliotheca Hermetica in Amsterdam. Und hier nimmt also Professor Wouter Hannegraaff sich das Thema Lodovici Lazzarelli vor. In diesem Video, wie auch in der sehr ausführlichen Einführung, beschreibt er die Tatsache, dass die Erkenntnisse seit 1964, begründet durch Francis Yates mit ihrem Buch Giordano Bruno und die hermetische Tradition, viele falsche Fährten gelegt wurden und es in Wirklichkeit besser ist, sich um den ursprünglichen Begründer der hermetischen Tradition zu kümmern, nämlich Lodovici Lazzarelli. Ich nehme mal den Bildschirm raus. Also, meine Empfehlung ist, sich zunächst einmal das Video anzugucken. Und wenn es Ihnen dann so geht wie mir, dass Sie interessiert sind, sich näher zu informieren, dann hier ist das Buch ausgeliehen aus der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Das Webinar hat mich dermaßen fasziniert, dass ich beschlossen habe, mir das ganze Buch durchzulesen. Je nach Ihren Interessen reicht es vielleicht, das Video auf Englisch anzugucken oder wenn Sie vertiefte Interessen haben, wie die hermetische Tradition der Renaissance tatsächlich begründet wurde und welche falschen Fährten die Dame Frances Yates am Warburg-Institut mit ihrer Arbeit Giordano Bruno und die hermetische Tradition gelegt hat, dann sind Sie mit diesem Buch gut aufgehoben. Dies war mein kurzer Hinweis auf ein sehr lesenswertes Buch. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und auf bald.